Es ist 21.45 Uhr, ihr seht Login. Herzlich willkommen aus Berlin. Und damit herzlich willkommen zur interaktivsten Talkshow im deutschen Fernsehen und im Internet, die ihr erleben werdet. Vielen Dank. 5 Euro mehr Hartz IV, 10 Euro mehr Bildung für Hartz IV-Kinder. So wollen CDU, CSU, SPD und FDP den Armen und den Arbeitslosen in Deutschland eine würdigere Existenz ermöglichen. Ist das der geniale Geistesblitz nach monatelangem Streit? Ist es ein fauler Kompromiss? Oder es ist einfach nur zynisch. Einige sagen, es muss endlich Schluss sein damit. Wir brauchen neue Ideen, zum Beispiel das bedingungslose Grundeinkommen. Erhöhung um 5 Euro, um 8 Euro, um 11 Euro. Während Regierung und Opposition noch um Hartz IV feilschten, redeten Milliardär Götz Werner, aber auch Parteien, schon lange über den großen Gegenentwurf, den kompletten Umbau des Sozialstaats, über das bedingungslose Grundeinkommen. Grundeinkommen, das heißt je nach Entwurf zwischen 800 und 1500 Euro für jeden, egal ob arm oder reich. Bedingungslos, das heißt Schluss mit Druck. Niemand soll mehr gezwungen werden können, irgendeine Stelle annehmen und sein Vermögen und Privatleben durchleuchten lassen zu müssen, wie bei Hartz IV. Bedingungsloses Grundeinkommen, das schafft Raum für Kreativität, für Ideen, für Projekte und damit mehr Arbeitseinsatz, sagen seine Anhänger. Naiv, seine Gegner. Ihre Meinung, Geld ohne Leistung, das wäre das Ende jeglicher Arbeitsanreize. Und das ist eine Frage, die wir direkt ins Publikum geben. Ich frage dich mal, hi, wie ist dein Name? Hallo, Michael. Michael, würdest du arbeiten, wenn du jeden Monat 1500 Euro auf deinem Konto finden würdest? Selbstverständlich, natürlich. Also ich bin Künstler und es ist, zählt für mich als Ehre, natürlich auf der Bühne zu stehen und zu arbeiten. Auch Arbeit trotzdem zu schaffen. Okay. Ich bin künstlerischer Leiter und das zählt selbstverständlich dazu. Super. Ich will dich mal fragen, wie ist dein Name? Sandra. Sandra, glaubst du, diese Idee vom bedingungslosen Grundeinkommen, ist die realistisch oder ist das Utopie? Ich denke eher, ist das Utopie. Ich finde das Konzept an sich gut. Ich frage mich nur, wie ist die tatsächliche Umsetzung? Was steckt da für ein Konzept dahinter? Okay, vielleicht geht es in der Praxis überhaupt? Vielleicht können wir das klären in dieser Sendung, das werden wir sehen. Vielen Dank. Wir waren ehrlich gesagt ein bisschen erstaunt darüber, wie viele Fragen, wie viele Meinungen und wie viele Kommentare wir von euch bekommen haben. Das war ganz schön viel zu lesen, aber wir haben alles gesichtet. Allen voran Milena, schönen guten Abend. Wie war denn der Tenor bis jetzt? Interessant ist, dass im Internet natürlich vor allem sich diejenigen bisher zu Wort gemeldet haben, die das Ganze befürworten, das BGE, das bedingungslose Grundeinkommen. Interessant ist zum Beispiel, dass es eine Facebook-Seite mit 44.000 Beteiligten gibt. Es gibt eine E-Petition, die bislang von 53.000 Leuten unterschrieben wurden. Umso mehr freuen wir uns, dass bei uns im Chat auch beide Stimmen zu Wort gekommen sind, nämlich die Befürworter und die Gegner. Hier schreibt zum Beispiel jemand, ein BGE gleich dem Versuch, zarte Blumen mit einer Feuerwehr zu gießen. Im jetzigen Geldsystem wäre die Wirkung stark inflationär. Aber wir haben auch Leute, die dafür sind und die eben jetzt auch hier schon im Netz bei uns mobil machen, nämlich jetzt ist Zeit für Revolution und Grundeinkommen. Also es sind bisher beide Seiten ziemlich aktiv bei uns. Okay, bevor wir die Revolution ausrufen, das Coole an dieser Sendung ist ja, dass ihr zu Hause mitmachen könnt und euch eure Fragen direkt hier zu uns ins Studio schicken könnt. Diejenigen von euch, die uns in diesem Moment auf login.zdf.de gucken, wissen schon, wie das geht. Und diejenigen von euch, die uns auf dem ZDF-Infokanal gucken, den erklären wir jetzt einfach nochmal, oder? Milena, wie funktioniert's? Genau, ist ganz einfach. Man geht einfach auf login.zdf.de. Da findet man natürlich oben den Livestream, hier unten weiterhin den Chat. Wer nicht chatten möchte, kann natürlich auch twittern. Unser Hashtag ist ZDFLogin. Und wir haben diesmal auch eine Erneuerung, die man auch bei uns auf der Seite findet, login.zdf.de, nämlich eine Abstimmung, wo wir gerne mal die aktuellen Stimmungslager nochmal auffangen möchten und dann die am Ende der Sendung natürlich auch vorstellen, das Ergebnis. Okay, da sind wir gespannt, was ihr zu sagen habt. So, drei von euch haben wir heute Abend hier ins Studio eingeladen. Sie kennen sich aus mit dem bedingungslosen Grundeinkommen und das ist ehrlich gesagt schon eine Leistung für sich. Denn wenn man mal die Details anguckt von den verschiedenen Konzepten, dann wird es ganz schön schwierig. Ich freue mich auf eure Meinungen nachher. Vielleicht stellt ihr euch am Anfang kurz selber vor. Philipp Kofce, ich studiere Wirtschaft, Philosophie und Kulturreflexion an der Universität Wittenherdecke und habe 2006 in Berlin die Bürgerinitiative Bedingungsloses Grundeinkommen gegründet, weil ich der Meinung bin, jeder Mensch ist der Grund für ein Einkommen. Ich heiße Lena Schlumbum und ich bin dem Grundeinkommen sehr skeptisch gegenüber, weil ich nicht glaube, dass man die sozialen und finanziellen Folgen so ohne weiteres absehen kann.
Ich bin Jens Robert Schicke, Vorstandsvorsitzender der Piratenpartei in Niedersachsen. Ich stehe dem Grundeinkommen insgesamt positiv gegenüber, aber ich glaube, dass das Grundeinkommen, wie es normalerweise gedacht wird, die falschen Anreizstrukturen schafft. Das ist der Applaus für unsere Netzjury. So, und jetzt treffen wir eine Frau, die Verantwortung tragen will. Sie ist Sprecherin der Grünen Jugend Deutschland. Das ist die Jugendorganisation von Bündnis 90 Die Grünen. Und wenn es nach ihr geht, raschelt's bald auf eurem Konto. Herzlich willkommen, Gesine Agena. Grüß dich. Hi. So, eine charmante Frage gleich vorneweg. Sind wir per Sie oder per Du? Per Du. Wir sind per Du, alles ja. Klar. Gesine, mal ganz vorweg gefragt, 1500 Euro jeden Monat, da wärst du doch erst mal drei Tage, drei Monate im bezahlten Urlaub, oder? Naja, ich würde nicht sagen, dass das ein Urlaub ist. Ich glaube sozusagen die Frage, was ist Urlaub, was ist Faulheit, was ist Arbeit, wird natürlich neu definiert durch ein Grundeinkommen. Ich persönlich bin ehrenamtlich aktiv, mhm, habe einen Job und studiere und ich würde das alles nicht aufgeben für ein Grundeinkommen. Und ich glaube, dass man sozusagen, wenn man heute sieht, wer eigentlich noch erwerbstätig ist, mhm, dann ist das ja nicht der Großteil der Bevölkerung, sondern viele Leute beziehen auch anders Einkommen und darum finde ich zum Beispiel, dass ein Grundeinkommen eine sinnvolle Sache ist, weil wir jetzt auch gerade schon aus dem Publikum gehört haben, dass Leute, die meinetwegen kreativ sind, die Künstlerinnen sind, dadurch natürlich, das ist auch eine Form von Arbeit und ich finde gerade für die ist das Grundeinkommen eine gute Sache. Da bin ich noch ganz, oh, jetzt geht schon los mitten in die Diskussion, aber wissen wir noch gar nicht genau, wer überhaupt Gesine Agena ist und für die, die es noch nicht wissen, zeigen wir einen kurzen Steckbrief. Gesine Agena, 23, Grüne Jugend. 120.000 Mitglieder zählt die Junge Union, die Grüne Jugend hingegen 8.000. Da kennt noch jeder jeden. Wie zu Hause mag sich Gesine Agena denken, seit über einem Jahr Sprecherin der Grünen Jugend. Aufgewachsen ist sie in einem Dörfchen an der Nordsee. Mittlerweile lebt die Ostfriesin zwar in der Großstadt, in Berlin-Kreuzberg, und studiert Politik und Soziologie im benachbarten Potsdam. Thematisch aber ist sie dem Elternhaus treu geblieben. Klima- und Energiepolitik stehen ganz oben auf der Agenda der Jungpolitikerin, die gemeinsam mit ihrer Schwester auf einem Biobauernhof groß geworden ist. Von Rebellionen also keine Spur? Ivo, sagt Agena, auch bekannt als die mit den Haaren. Über Sozialpolitik können sie mit ihrem Vater streiten, denn der ist gegen das bedingungslose Grundeinkommen. Zum Glück geht es heute nicht um die Haare. Wir haben genau 60 Minuten Zeit. Ich würde sagen, da fangen wir gleich mit eurer ersten User-Frage an. Wie kann die Grüne Jugend es ernsthaft für gerecht halten, dass Menschen gezwungen werden, Faulheit anderer Menschen zu finanzieren? Wie kann man dies den Beginn einer freien Gesellschaft nennen? Für mich ist das Ausbeutung, Zwang, Unfreiheit und hat mit Solidarität nichts zu tun. Sagt Jakob Schlockermann. Und antwortet Gesine Agena. Ja, also ich finde schon, dass es auch was mit Gerechtigkeit zu tun hat, ein Grundeinkommen zu zahlen. Weil ich glaube, dass jeder Mensch in dieser Gesellschaft ein Grund ist, ein Einkommen zu haben. Das kann man heute schon mal. Ich glaube, dass ein Grundeinkommen Teilhabe ermöglicht. Und ich glaube, das ist für mich auch der wichtigste Punkt, warum ich für ein Grundeinkommen bin. Weil ich der Meinung bin, dass es nicht in Ordnung ist, Leute auszuschließen oder zur Arbeit zu zwingen. Oder eben auch durch Hartz IV zu stigmatisieren und sie dadurch aus der Gesellschaft ausschließen. Und ein bedingungsloses Grundeinkommen hätte eben die Chance oder würde die Chance bieten, dass alle Menschen ein Recht auf kulturelle und politische Teilhabe haben. Okay, Jens, ich kann mir vorstellen, dass du da eine etwas andere Einstellung zu den Dingen hast, oder? Ist das gerecht? In der Höhe, denke ich, wie das angedacht wird, nicht, weil es zum Beispiel mir ermöglichen würde, mich auf die faule Haut zu legen, beziehungsweise das zu tun, was ich gerne mache, mich programmieren. Aber ich würde dann nicht mehr für andere Leute programmieren, ich würde zu großen Teil für mich selber programmieren und ich glaube eigentlich, das möchte mir niemand unbedingt bezahlen. Es ist sicherlich so, dass wir den Leuten, die jetzt Hartz IV bekommen, ein viel besseres Leben ermöglichen müssen. Aber ich denke nicht, dass das in der Höhe geschehen muss, wie das eben genannt wurde. 1500 Euro halte ich für viel zu viel. Willst du schon antworten, oder? Ich würde zu der User-Frage sehr gerne was sagen. Ja. Und zwar leben wir heute in einer Situation, in der eigentlich jeder real von den Leistungen seiner anderen Mitmenschen profitiert und selber mit seinem Leistungserwerb sich eben am gesellschaftlichen Wertschöpfungsstrom beteiligt. Und da muss ich doch fragen, wie ich Strukturen schaffen kann, in der ich es dem anderen ermögliche, selber Leistung zu erbringen. Also ich muss ihm sozusagen ein Startkapital geben, um seine Lebensunternehmung selber in die Hand nehmen zu können. Und da würde ein bedingungsloses Grundeinkommen, glaube ich, ganz andere Möglichkeiten schaffen, als es das heutige Sozialsystem versucht. Und Philipp, du hast dich dafür eingesetzt mit einer Aktion. Oh, da kommt schon der Beifall. Mit einer Aktion, Milena, die wir im Internet gefunden haben.
Genau, das ist nämlich eigentlich eine ganz interessante Sache gewesen. Und zwar gibt es da zwei Seiten, die eigentlich einander sehr stark ähneln. Und zwar macht man zum Beispiel hier die Seite der Bundesagentur für Arbeit auf. Die gibt's wirklich? Genau. Und dann guckt man nochmal genauer hin und findet hier diese Seite. Das ist nämlich die Bundesagentur für Einkommen. Die gibt's diese wirklich? Ähnlich. Ja. Und genau. Moment mal, habt ihr die alle mitprogrammiert oder was ist hier los? Die Fans der Seite sind alle hier. Genau, und ich glaube, dass der Philipp damit auch was zu tun hat. Okay, Philipp, warum hast du die Seite gemacht? Vielleicht kannst du das mal erklären. Also ich habe die Seite nicht gemacht, sondern die Seite ist ein Projekt der Bürgerinitiative, die ich 2006 eben mitbegründet habe. Hier. Und sie war eben eine Aktion am 1. April, ein Aprilscherz des Jahres 2008 sozusagen, um darauf aufmerksam zu machen, dass wir in der heutigen Situation eigentlich kein Arbeitsamt mehr brauchen, sondern wir brauchen ein Einkommensamt, weil Arbeit ist genug vorhanden, aber an vielen Stellen mangelt es an einem Grundeinkommen, an einem Einkommen, was sozusagen beflügelt, bestimmte Tätigkeiten dort zu ergreifen, wo eine Einkommensgenerierung noch nicht stattfindet. Das möchte ich Gesine vielleicht noch mal fragen. Kann es sein, dass wir Arbeit neu denken müssen mit deinem Konzept? Auf jeden Fall müssen wir Arbeit neu denken, weil ich glaube eben nicht... Was heißt denn das genau? Na, das heißt zum Beispiel, dass wir eben bereit sein müssen, auch andere Formen von Arbeit sozusagen als Arbeit tatsächlich anzusehen, dass Kreativität etwas ist, was man nicht immer direkt irgendwie in einem Unternehmen oder was auch immer in direkter Produktivität messen kann, sondern dass meinetwegen Künstlerinnen auch ihren Wert zur Gesellschaft beitragen. Und dazu bietet eben das Grundeinkommen eine Möglichkeit, weil man sozusagen da ganz andere Formen von Arbeit tatsächlich auch mal wertschätzt. Ich kann mir vorstellen, dass das nicht alle ganz genauso sehen. Hier kommt eure nächste Userfrage, und zwar von Tobias. Warum wird ein Mensch, der sich abrackert, 8 Stunden am Tag keine Zeit für seine Kinder und seinen Partner hat, dessen Gesundheit wahrscheinlich noch unter der Arbeit leidet, genauso viel verdienen wie ein Arbeitsloser? Fragt Tobias Herrmann. Ja, das warum? Das stimmt natürlich nicht. Also es ist natürlich so, dass alle ein Grundeinkommen bekommen, aber es gibt ja heute kaum noch Leute, die sich mit 1000 Euro die Grundjugend fordert zum Beispiel 800 Euro, mit, aber sagen wir mal 1000 Euro sozusagen zufriedenstellen. Ich glaube, dass die Leute, oder es bietet ja die Chance dazu zu verdienen, das können die Leute immer noch machen und das finde ich dann insofern völlig in Ordnung. Also die Leute werden ja nicht gezwungen. Vielleicht sollten wir das nochmal genau erklären. Also der Gedanke vom bedingungslosen Grundeinkommen ist ja, dass ich Geld auf jeden Fall bekomme und ich kann trotzdem arbeiten und verdiene dazu auch noch, oder? Genau. Insofern wird es also auch Unterschiede geben. Genau, es gibt natürlich Unterschied. Wir wollen natürlich nicht irgendwie sozusagen alle Gehälter oder alles Einkommen komplett eindampfen, sondern es gibt diesen 1000 Euro Sockelbetrag sozusagen und jeder, der möchte, kann ja da dazu verdienen, so viel er möchte. Ist das etwas, Lena, was dich überzeugt als Konzept so? Ja, an der Stelle muss ich mich natürlich fragen, wo endet das? Also wenn jetzt quasi jedes Kleinkind schon diese 1000 Euro bekäme, dann hätte eine beispielsweise 5-köpfige Familie ein Jahreseinkommen von 60.000 Euro. Würde dann jemand noch arbeiten gehen? Also ist der Anreiz überhaupt noch gegeben? Also bei der Frage würde ich gerne nochmal einhaken. Okay. Und zwar ist es ja eine blanke Illusion anzunehmen, dass das Erziehen von Kindern nicht auch Arbeit sei, die aber unter vielfacher gesellschaftlicher Wertschätzung, die ihr nicht entgegengebracht wird, leidet. Und eben die Situation, dass ich als Familie möglicherweise mich dann auch der Familienarbeit widmen kann, die würde durch ein bedingungsloses Grundeinkommen eben auch gegeben werden. Und womöglich werden sogar ganz andere Möglichkeiten des Familienzusammenseins dadurch auch ermöglicht, als es heute gegeben ist. Ich würde gerne diese Frage mal ins Publikum geben, vielleicht zu euch mal rüber. Du hast vorhin gesagt, du bist dir noch nicht ganz klar vielleicht, wie dieses Konzept funktionieren kann. Wie siehst du denn diese Wertigkeit von Arbeit? Bist du auch der Meinung, dass es Arbeiten gibt, die im Moment, wie der Philipp gesagt hat, noch nicht genügend wertgeschätzt werden, auch finanziell, und wo eigentlich das Grundeinkommen dazu eine Chance sein könnte? Was ich halt denke, gerade zum Beispiel im Pflegebereich, im Pflegebereich ist es zum Beispiel so, dass die Arbeit nicht wertgeschätzt wird. Denken wir an pflegende Familienangehörige, die natürlich dann auch kein Geld bekommen, während sie zu Hause sind. Ganz generell finde ich es problematisch, was die Kollegin gerade schon sagte, 60.000 Euro für eine 5-köpfige Familie und als Alleinstehende würde man dann ja 1.000 Euro zum Beispiel nur bekommen pro Monat. Hi, wie heißt du? Ich heiße Barbara. Barbara, teilst du das, was sie sagen? Ja, ich teile das auch. Ja? Also ich finde, dass es viele Berufe gibt, die werden unterbezahlt, zum Beispiel auch Rettungssanitäter oder also die tun viel für die Gesellschaft, werden aber viel zu wenig bezahlt. Okay. Ich kann mir vorstellen, die Diskussion, Milena, geht auch im Internet gerade
Absolut. Heiß her, hoch her. Absolut, genau. Ich bin schon dabei, das alles zu sortieren. Wir haben hier Befürworter und Gegner. Es gibt zum Beispiel jemand, der sagt, ich bin Befürworter des BGE, meine Mutter hat 5 Kinder großgezogen und erhält Hartz IV. Da sie nie Zeit hatte, sich um ihre Berufsausbildung zu kümmern, das ist nicht fair. Wir haben aber auch Leute, die dagegen sind. Zum Beispiel sagt hier jemand, ich habe noch kein einziges nachvollziehbares Finanzkonzept gesehen. Und dann haben wir natürlich auch noch mal ein bisschen tiefer in der Internetarchivkiste gekramt und auch geguckt, wie es denn eigentlich innerhalb der grünen Jugend aussieht, ob da dann eigentlich die Stimmung überall gleich ist, und haben etwas gefunden. Und zwar stelle ich es einmal hier oben vor. Von dem Jakob Ache, der auch sagt, zum Beispiel Grundeinkommen gerecht ist das nicht. Und zwar ist seine These, dass er eben sagt, das kann eben auch zum Zurücklehnen führen und dass man eben sagt, Moment, ich suche hier gerade rum. Ich habe hier. Das ist ein irrsinnig langer Text, oder? Ja, genau, es ist ein wahnsinnig langer Text. Ja, genau. Und die Gesine lacht und, schon und sie ja, kennt genau. ihn. Ja, genau. Und jetzt habe ich nämlich die Stelle auch gefunden, die ich vorstellen wollte. Und zwar geht es hier darum, die Einführung eines Grundeinkommens birgt dagegen die Gefahr, dass die Arbeitslosen ruhiggestellt werden, ja, und nicht mehr an der Gesellschaft teilhaben lassen können. Und da war natürlich auch unsere Frage, Gesine, wie das innerhalb der grünen Jugend diskutiert wird und wie du dazu stehst. Naja, es gibt natürlich wie bei allen anderen politischen Diskussionen auch unterschiedliche Meinungen bei uns, genauso wie es das in der Grünen Partei und allen anderen Parteien auch gibt. Ich glaube, diese Grundeinkommensdiskussion geht ja auch noch mal quer durch alle Parteien. Es gibt ja auch bei der CDU Leute, die das befürworten. Und natürlich war das keine leichte Entscheidung für die grüne Jugend. Und es gibt eben auch Grundeinkommensgegner. Aber ich würde sagen, also der Text von Jakob Ache sagt eben, dass Menschen dadurch ausgegrenzt werden und sozusagen ruhig gestellt werden. Ich würde genau das Gegenteil behaupten. Ich würde sagen, dadurch entfaltet sich eben auch eine Menge Potenzial von Leuten. Und das ist nicht nur sinnvoll für Leute und macht Leute nicht so kaputt, wie das Erwerbsarbeit heute vielleicht macht, sondern es ist auch sogar noch produktiv und für die Wirtschaft sogar noch gut. Ich würde ganz gerne noch mal auf den Punkt kommen, der hier im Chat oder bei dir im Twitter aufgekommen ist, nämlich von dem jungen Mann oder jungen Frau, ich weiß es jetzt nicht, die sagte, es ist auf jeden Fall ein großer Vorteil gegenüber Hartz IV. Vielleicht, Philipp, können wir noch mal ganz kurz den Unterschied erklären. Du setzt dich ja fürs bedingungslose Grundeinkommen auch ein. Wo eigentlich der Unterschied liegt zwischen Hartz IV und dem bedingungslosen Grundeinkommen? Da war, glaube ich, auch ein bisschen Konfusion im Vorfeld der Sendung im Chat. Vielleicht kannst du das mal versuchen, auf eine Formel zu bringen. Ja, sehr gerne. Also Hartz IV ist ein Grundeinkommen, aber ein bedingungsvolles. Das heißt, es ist an bestimmte Bezugsbedingungen geknüpft und es führt letztendlich, wenn man diese Bezugsbedingungen erfüllt, dazu, dass im Status des Hartz-IV-Empfängerseins eigentlich sogar die Aufnahme von weiterer Arbeit behindert wird, dadurch, dass zum Beispiel eine Transferentzugsrate relativ hoch ist, man sehr viel von zusätzlich erwirtschaftetem Einkommen abgeben muss. Das bedingungslose Grundeinkommen wirkt jetzt ganz anders als diese Hartz-IV-Lösung. Und zwar das bedingungslose Grundeinkommen sagt, dass wir an jeden einzelnen Menschen ein Einkommen auszahlen, was erstens ohne Zwang zur Erwerbsarbeit ausgezahlt wird, was zweitens ohne eine Bedürftigkeitsprüfung ausgezahlt wird, was einen individuellen Rechtsanspruch darstellt und in existenzsichernder Höhe garantiert wird. Und das eben für jeden als Grundrecht. Das ist sozusagen die unterschiedliche Wirkungsfunktion. Okay. Es steht jedem zu, unabhängig von seiner sozialen Situation. Wir haben im Vorfeld der Sendung auch eine Reihe von Stimmen gehabt, die nicht ganz sicher waren, wie sie genau diese Ideen, die du gerade beschrieben hast, finden. Zum Beispiel hat uns Sebastian geschrieben. Wo bleiben denn die Anreize, dass jemand arbeitet, einer vergüteten und vor allem steuerpflichtigen Beschäftigung nachgeht? Wenn jeder 800 Euro kriegt, werden doch vor allem bildungsferne Schichten meinen, ihnen reicht das. Sagt Sebastian Kowalke. Da gibt es hier Reaktionen auf der Tribüne. Wie siehst du das? Ja, ich glaube, das ist ein extrem negatives Menschenbild, was der hat, weil ich nicht glaube, dass die Leute, die Bildung, also bildungsferne Schichten sozusagen, alle faul auf der Haut liegen, sondern ich glaube, viele Leute wollen sich selbst verwirklichen und dazu kann das Grundeinkommen eben eine Chance sein. Also ich glaube nicht, dass man die Leute unterteilen kann in die Leute, die meinetwegen studiert haben, die sind dann die, die auch unbedingt arbeiten wollen und unbedingt sozusagen die Staatskassen füllen wollen mit ihren Steuern, und die, die sozusagen bildungsfern sind, die sind dann alle faul und gehen nicht mehr zur Arbeit. Das, glaube ich, ist einfach ein völlig, völlig falsches und negatives Menschenbild, was sich so auch nicht bestätigt, wenn man mal fragt, wer noch arbeiten würde und wer nicht. Jens, siehst du das genauso? Ich hätte die Frage nicht gestellt. Also ich sehe das schon so, dass
alle Leute sich selber verwirklichen wollen, das hat mit Bildung überhaupt nichts zu tun. Die Frage ist aber, in welche Richtung das gelenkt wird. Also ich habe gerade schon mal gesagt, als Programmierer, die fühlen sich manchmal auch so ein bisschen als Künstler, das Ganze so artistisch. Wir machen das zu Teilen aus Spaß und ich würde ganz tolle Dinge tun, wenn ich ein Grundeinkommen hätte. Das Problem ist, von diesen Dingen hätte fast niemand was. Da hätte ich was von und vielleicht meine drei Kumpels, die auch gerne programmieren und das wäre es. Momentan programmiere ich halt in der Firma, das macht mir nicht ganz so viel Spaß, deshalb würde ich das dann wohl einstellen. Aber das nützt natürlich viel mehr Leuten, weil ich halt auf diese Weise irgendwie Services für vielleicht 100.000 User bereitstelle und nicht für drei. Ist das ein bisschen verkopft? Ist das so ein bisschen für die Kreativwirtschaft, die froh ist, sich dann den Latte Macchiato lässig neben den Apple zu stellen oder wie auch immer und dann froh ist, dass es dafür 1.500 Euro jeden Monat gibt? Also ich kenne mich im Programmieren jetzt nicht so aus. Das heißt, ich weiß nicht genau, was man damit jetzt alles machen kann und es irgendwie verwerten kann. Aber ich glaube schon, dass zum Beispiel Familie und Pflege und all solche Dinge sozusagen der Gemeinschaft was bringen und dann eben auch wieder sozusagen den Wert kriegen würden vielleicht, den sie heute haben, aber der heute eigentlich in Geld nicht umgemünzt wird. So, und das ist eben das Problem. Das heißt, es gibt viele Sachen, die einen Wert haben und diesen Wert eben auch monetär im Grundeinkommen dann wiederfinden wird. Okay, wir wollen ganz kurz mal über diesen Wert reden. Und zwar haben wir hier was ganz Witziges eigentlich gefunden. Dieser Wert ist 1.500 Euro. Das haben sich Studenten der Freien Kunstschule Hamburg ausgedacht, um aufs Grundeinkommen aufmerksam zu machen. Das hier sind Schecks. Und diese Schecks soll man von Mensch zu Mensch geben. Und weil ich ein guter und engagierter Mensch bin, versuche ich das gleich mal. Wer möchte einen Scheck hier haben? 1.500 Euro? Ah, da melden sich gleich alle. So, machen wir das mal so, wie es gedacht ist. Wie ist dein Name? Jan Bildhauer. Jan reicht, oder? Bildhauer ist mir jetzt zu lang. Jan, also dann möchte ich jetzt mal hier einen Grundeinkommensscheck von 1.500 Euro überreichen und frage dich, warte mal, ich hole mir jetzt ganz schnell das Mikrofon, damit wir dich auch verstehen, Jan, was du eigentlich als allererstes mit der Kohle jetzt machen würdest. Ja, was es wurde hier vom Menschenbild gesprochen, jetzt sag mal. Ja, also ich kann das auf jeden Fall gut gebrauchen. Wofür? Ja, für mich selber zum einen, da ich auf jeden Fall, ich würde sagen, beide Seiten verstehen kann. Also zum einen, was vorhin noch nicht genannt wurde, auch ehrenamtliche Arbeit oder auch sportliche Arbeit, also zum Beispiel Fußballtraining oder sowas, würde natürlich einen ganz anderen Wert bekommen. Gibst du Fußballtraining? Naja, aber ich engagiere mich ehrenamtlich. Du würdest das dann machen, wenn du das Geld hättest? Wenn ich es mehr hätte, dann kann ich mich natürlich noch mehr darauf konzentrieren. Sehr gut. Okay, das halten wir schon mal fest. So, hier wollte noch jemand was haben. Du wolltest was haben? Nee, okay. Ich wollte einen Check, ja. Du wolltest einen Check? Wie heißt du? Michael. Michael? Ich mach da mal Micha raus, ja? Ja, finde ich gut. Alles klar. So, Michael, du kriegst auch noch einen Check von den Studenten der Freien Kunstschule Hamburg. Was machst du jetzt mit der Kohle? Die kommt in meine Spardose. Okay. Wie findest du die Idee vom bedingungslosen Grundeinkommen? Nicht so gut. Warum? Also, naja, ich weiß nicht. Also man muss sagen, also was ich jetzt so hier gehört habe, ich habe mich damit noch nicht so befasst, aber vorhin mal kurz reingeguckt. Und zu sagen, dass die Leute arbeiten erst, wenn sie das Geld haben, das würde ich tun. Ich würde weiterhin arbeiten. Aber ich würde nicht, wenn ich jetzt auch wie ein, ich will jetzt nicht alle über einen Kamm scheren, aber man kennt das ja, man kennt ja auch Leute aus dem Personenkreis, die denken sich, ja, ein Euro-Job, da brauche ich nicht arbeiten, wenn ich Hartz IV viel mehr kriege und genauso 1.000 Euro. Und 1.000 Euro ist eine Menge mehr Geld als Hartz IV, das ist Dreifache, glaube ich, oder? Und da würde ich auch nicht anfangen zu arbeiten, weil es dann dreimal so viel. Und was doch vorhin gesagt wurde mit dem Kindergeld, 60.000 Euro pro Jahr, das ist eine gute Summe. Okay, das ist die Meinung von, wie hieß du noch? Micha. Genau. Michael. Wir kommen vielleicht nochmal zusammen heute in der Sendung. Ich möchte an dieser Stelle nochmal zu Milena geben ins Internet. Ja, im Internet. Da ist es nämlich so, dass heiß diskutiert wird. Also wir freuen uns sehr, die Chatterzahlen nehmen immer weiter zu. Und die Diskussion ist momentan recht ausgeglichen. Conny 143 sagt zum Beispiel hier, ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Mensch 80 Jahre lang nichts tun kann. Jeder hat Familie und oder Hobbys. Also wie sollte man denn auf die Idee kommen, dass da niemand arbeitet gehen soll. Also das nimmt mal sehr stark auf dieses Arbeitsthema Bezug, was wir insgesamt relativ stark gerade in der Diskussion haben. Aber wir haben auch jemanden, der sagt, also der entscheidende Punkt ist ja, dass auch das Grundeinkommen volkswirtschaftlich erwirtschaftet werden muss. Also es ist so momentan eher ausgeglichen in der Stimmung. Und wir freuen uns natürlich auch noch weiterhin über Beteiligung in unserer Abstimmung auf unserer login.zdf.de Seite. Da kann man ja auch noch mal mitentscheiden, was man eigentlich mit seinen 1.000 Euro im Monat machen würde. Alles klar. Wir haben jetzt in dieser Diskussion viel über die Philosophie geredet, die hinter dieser Idee vom bedingungslosen Grundeinkommen steht. Jetzt fehlt aber noch einer der Knackpunkte, den ihr in vielen eurer Zuschriften auch drin hattet, nämlich wie wird das Ganze eigentlich finanziert? Und von einer ganzen Reihe von Fragen haben wir stellvertretend die von Jonathan.
Da niemand mehr arbeiten geht, zahlt auch niemand mehr Steuern ein, mit dem das bedingungslose Grundeinkommen finanziert werden könnte. Das würde, um es mit Herrn Westerwelles Worten zu sagen, in spätrömischer Dekadenz enden. Sie wollen mehr Menschen mit weniger Menschen finanzieren? Wie soll das gehen? Dann stehen wir vor dem Problem, das unser Rentensystem jetzt schon hat. Fragt Jonathan Freischlatt. Gesine, die Frage nach der Finanzierung. Naja, es gäbe ja beim Grundeinkommen immer noch die Erwerbsarbeit. Und es gibt unterschiedliche Finanzierungsmodelle fürs Grundeinkommen. Wir haben zum Beispiel gesagt, fangen wir erstmal anders an. Götz Werner zum Beispiel, das ist ja der Chef der DM-Drogeriekette, der auch fürs bedingungslose Grundeinkommen ist, sagt zum Beispiel, man muss es alles über eine Konsumsteuer machen. Das heißt, es werden im Prinzip alle Steuern eingedampft, es gibt nur noch die Konsumsteuer. Aber wo wollt ihr es denn machen? Genau, und wir würden halt sozusagen ein System vorschlagen, das nicht nur über Konsumsteuer geht, das auch, das heißt, die Mehrwertsteuer würde oder die Konsumsteuer würde erhöht werden, wäre allerdings sozial und ökologisch austariert. Das heißt, man tut auch noch gleich was fürs Klima. Außerdem hat man natürlich eine größere Einkommenssteuer. Und das nächste wäre eben, dass man auch eine Vermögensteuer wieder einführt. Okay. Jens, du schreibst gerade mit. Hast die ganzen Steuern jetzt beisammen? Bist du der Meinung, dass es finanzierbar ist? Ich bin der Meinung, dass es finanzierbar ist. Ja, man kann das irgendwie finanzieren, wenn man das möchte. Ich halte aber von diesen ganzen Mehrwertsteuern, wir fummeln im Mehrwertsteuersystem noch irgendwie extra Features dazu, wie Ökologie und so, sehr wenig. Weil das versucht man ja schon. Das endet in solchen Sachen wie, dass die Babywindeln teurer sind als, ich weiß nicht, ob der Kaviar als Lebensmittel zählt, wahrscheinlich schon. Ich denke, da muss man vorsichtiger sein. Man kann sicherlich die Konsumsteuer nehmen, um das Ganze zu finanzieren, aber man sollte nicht versuchen, irgendwie über die Politik herauszufinden, wie viel CO2 steckt in meinem Produkt, wie viel Regenwald steckt in meinem Produkt und so weiter. Das kann man durch andere Sachen viel besser lösen, denke ich. Lena, teilst du das? Ich denke, es mag aktuell finanzierbar sein, aber das Problem ist ja auch, dass wir nicht nur die Folgen absehen müssen, die jetzt direkt entstehen, sondern auch, dass man das Jahrzehnte im Voraus sehen muss. Die Leute, die jetzt arbeiten und die jetzt darüber entscheiden, ob sie trotz Grundeinkommen noch arbeiten oder nicht, sind Leute, die in der Leistungsgesellschaft sozialisiert wurden. Das heißt, sie haben diesen Grundgedanke, ich muss mich bilden, ich muss studieren, ich muss meinen Beruf erlernen, damit aus mir was wird, verinnerlicht, weil der in der Sozialisation von Anfang an so immanent war. Und man muss sich fragen, ob das, wenn man dieses Grundeinkommen hat, ob das dann weiter der Fall ist, weil die Leute ja wissen, dass man auch ohne was erreichen kann. Willst du darauf antworten? Also ich glaube, diese Leistungsgesellschaft ist erstmal Teil des Problems. Ja? Das heißt, wir gehen ja heute nicht mehr zur Schule und studieren nicht mehr, weil wir da irgendwie Lust drauf haben und uns selbst verwirklichen wollen, weil wir was dazulernen wollen, sondern wir gehen zur Schule, weil wir irgendwie vom System oder von den Unternehmen und der Politik eingehämmert bekommen, wenn du was werden willst, dann musst du jetzt was lernen. So. Und ich finde, das ist für mich nicht der Sinn von Bildung, sondern der Sinn von Bildung ist, dass ich mich weiterentwickle und dass sich die Gesellschaft weiterentwickelt. So. Und darum glaube ich ja... Und genau das, und das ist dann wieder sozusagen der Kreis, genau das würde ein Grundeinkommen, glaube ich, auch bringen. Man würde eben nicht mehr in die Schule gehen und sich denken, ach scheiße, das interessiert mich alles überhaupt nicht, sondern man würde sich vielleicht in der Uni die Sachen sozusagen aussuchen, die dann nicht zwangsläufig an irgendeine feste Beschäftigung gekoppelt sind, sondern die einen wirklich interessieren. Und ich glaube, genau dadurch schafft man auch mehr Produktivität. Das ist natürlich jetzt schon ein ganz bisschen idealistisch, um nicht zu sagen, schon verdammt viel idealistisch. Die Gabriele von euch sieht das vielleicht ein bisschen anders. Hier ist Gabrieles Frage. Was passiert, wenn es mit der Finanzierung Probleme gibt? Kann das Grundeinkommen willkürlich gekürzt werden, wenn die Staatskassen leer sind? Sind die Rechte der Bürger ähnlich wie heute wirklich gesichert? Fragt Gabriele Raschke. Da muss man natürlich bei aller Freude über die neue Idee darauf achten, da sind verdammt viele Leute im Land, die verdammt hart auf ihr Geld aufpassen müssen und die sich eigentlich keine Spielchen mit dem Staatshaushalt erlauben möchten, oder? Natürlich, das ist ja jetzt schon so. Ich meine, die Staatskassen sind ja jetzt schon nicht besonders voll und das Grundeinkommen würde wahrscheinlich genauso wenig wie alle anderen Sozialleistungssysteme, die wir heute haben, dazu beitragen, dass die Staatskassen voller werden. Ja? Aber ich meine, das ist halt so die Solidarität. Aber ihr müsst euch ja, wenn ihr so ein Konzept macht, müsst ihr euch doch an irgendeinem Punkt mal klar werden, ist das wirklich systemsicher? Funktioniert das auch oder laufen wir dann nicht in 5 Jahren mit dem ganzen Ding gegen die Wand? Und was ist dann mit den Leuten, die nicht genug Geld haben, um diesen System Failure auszugleichen? Naja, ich meine, dass das System vor die Wand läuft, das sieht man ja jetzt schon. Aber es trägt ja immer noch.
Es trägt noch, ja, muss man halt gucken, wie lange das noch trägt. Und ich glaube, dass ein Grundeinkommen schon auch für die Zukunft bereit ist, weil es immer, weil immer dadurch, dass man das Einkommen, das Grundeinkommen bereitstellt, wird auch Produktivität erzeugt, die auch wieder sozusagen Erwerbsarbeit und andere Arbeit schafft. Und dadurch ist es auf jeden Fall zukunftsfähig, glaube ich. Milena, sehen das die unsere Fans, unsere User im Chat ganz genauso? Unsere Fans, ja. Also es gibt Fans und es gibt keine Fans von dem bedingungslosen Grundeinkommen. Hier gibt es zum Beispiel jemanden, der sagt, Entschuldigung, aber die Naivität zu denken, dass alle Menschen das Gemeinwohl im Sinn haben, würde unseren Staat in den Ruin treiben. Bitte nicht nur an das Gute im Menschen glauben. Es gibt aber auch noch andere Leute, die auch sogar schon Vorschläge haben, wie man es denn tatsächlich noch besser machen könnte und besser einsetzen könnte, nämlich die Ausgaben für den verwaltungstechnischen Aufwand von Hartz IV besser investieren in das BGE. Das Geld ist ja anscheinend da. Also die Stimmung ist nach wie vor ziemlich aufgeheizt. Es gibt Befürworter und Gegner des BGE. Philipp, du hast das gehört. Wie würdest du darauf reagieren als Fan des BGE? Also ich bin kein Fan des BGE, sondern ich finde das bedingungslose Grundeinkommen einfach unglaublich logisch und plausibel. Und ich möchte zur Finanzierungsfrage gerne einen Aspekt noch hinzufügen. Und zwar ist es eine bedingungslose Illusion, dass wir ja uns von dem Geld ernähren, sondern wir ernähren und wir leben ja von den Gütern und Dienstleistungen, die wir in einer Volkswirtschaft herstellen. Und da haben wir die Situation ja, dass wir in einer absoluten Überflussgesellschaft leben. Die Frage ist, geben wir jetzt jedem die Möglichkeit, an diesem Überfluss zu partizipieren? Und da ist das bedingungslose Grundeinkommen sicher möglich und es ist heute auch schon finanziert. Denn wenn man sich überlegt, was der Herr Schäuble, der ganz sicher nicht für ein bedingungsloses Grundeinkommen argumentieren wollte, vor einigen Monaten gesagt hat, dann sieht man, dass die Ausgaben der öffentlichen Hand, die den gesamten Sozialstaat umfassen, heute schon in einer Höhe von ungefähr 1 Billion Euro liegen, was pro Monat, pro Kopf bei jedem Einwohner in Deutschland schon die Summe eines bedingungslosen Grundeinkommens ausmachen würde, ohne dass man irgendeine weitere Stellschraube im Steuersystem und so weiter drehen müsste. Das heißt, das Geld ist da und die Frage ist, wie wird mit ihm weiter umgegangen und welche Zugänge werden geschaffen? Du machst es schon. Philipp bringt das Ganze schon in die Sphäre des Machbaren. Gerhard hat uns geschrieben und er fragt sich, wie man es machbar macht. Hier die Frage von Gerhard. Wenn wir uns entscheiden, dass das bedingungslose Grundeinkommen eine wünschenswerte Gesellschaftsform wäre, könnten wir die dazu nötigen Strukturen parallel zur heutigen Form aufbauen und gleichzeitig das neue System hochfahren, während wir das alte runterfahren, sagt Gerhard Hübert. Wie kann das Sicherheitspunkt funktionieren? Ja, ich glaube nicht, dass man jetzt ein Grundeinkommen von heute auf morgen einführen kann, morgen einfach sagen kann, so zack, alles umgestürzt und morgen kriegt jeder 1.000 Euro in die Hand. Sondern ich glaube halt, dass es ein langsamer Prozess ist, genau wie jede andere Vision auch etwas ist, was sich sozusagen entwickeln muss. Und ich glaube, dass man da eine Menge machen könnte, eben indem man heute sagen würde, wir ändern was am bestehenden System. Und zwar würde man zum Beispiel ändern, dass die Zuverdienstmöglichkeit bei Hartz IV leichter ist, dass man zum Beispiel die Höhe ändert und dass man so schrittweise, beispielsweise auch durch eine negative Einkommensteuer, dahin kommt, dass man irgendwann ein Grundeinkommen hat. Und ich meine, der Punkt ist ja, dass man heute im Hartz-IV-System diese ganze Stigmatisierung hat, dass man diesen Zwang zur Arbeit hat und das alles kann man schrittweise abschaffen. Wäre das für dich, Lena, ein Argument zu sagen, diese Stigmatisierung, die sollten wir in der Tat loswerden? Selbstverständlich haben wir im Moment in der Gesellschaft das Problem, dass Hartz-IVler quasi stigmatisiert sind. Also man hat immer dieses Bild von demjenigen, der auf der Couch liegt und die ganzen Sachen quasi nichts macht. Das ist natürlich nicht realistisch. Und das Bild wird gefördert durch verschiedene Medien, durch verschiedene Einflussbereiche. Aber letztendlich ist es schon so, dass das so nicht tragbar ist. Das geht natürlich so nicht weiter. Allerdings ist die Frage, ob man da mit dem Geld ansetzen kann. Das ist genau das Gleiche wie mit der sozialen Arbeit, des Ehrenamts und der Pflege zu Hause. Ist das wirklich ein finanzielles Problem oder ist das ein Problem der Nicht-Anerkennung? Wird Müllmann mehr anerkannt, nur weil er mehr Geld bekommt? Das glaube ich nicht. Also das ist ein Problem in der Gesellschaft, dass bestimmte Jobs und bestimmte Tätigkeiten einfach nicht anerkannt werden. Aber das liegt auch an der Verschränkung und vor allem Beschränkung auf diesen Arbeitsbegriff, der noch massiv am Erwerbsarbeitsdenken festhält. Und ich glaube, genau dieses Fokussieren des Arbeitsbegriffs auf den sozialversicherungspflichtig erwerbstätigen Beschäftigten, das würde durch ein bedingungsloses Grundeinkommen eben in ganz andere Fahrwasser gebracht. Und dann würde man sozusagen ganz viele andere Arbeiten, die heute jeder Wertschätzung entbehren, ganz anders sozial wahrnehmen können. Ja, ich würde an der Stelle ganz gerne
eine Frage von Mike reinbringen. Mike hat uns geschrieben und sagt, bisher sind Versuche zur Praktikabilität des Grundeinkommens nur in lächerlich kleinem Maßstab durchgeführt worden und aller Wahrscheinlichkeit nach auch gar nicht auf höherer Ebene umsetzbar. Das ist natürlich die Frage, hat man das mal versucht? Gibt es da Vorbilder, an denen wir uns orientieren könnten? Es gibt da auf jeden Fall Vorbilder. Und das Letzte, was mir jetzt einfällt, ist, dass es in einem afrikanischen Dorf ausprobiert wurde. Jetzt muss man auch sehen, okay, in Afrika sind die Bedingungen ein paar andere. Ich wollte sagen. Ja, aber ich glaube trotzdem, natürlich, dass viele Sachen, bevor sie irgendwo eingeführt wurden, noch nie in einem gleichen Maßstab ausprobiert wurden. Und ich würde sagen, so ist das mit dem Grundeinkommen auch. Nicht jetzt auf einmal und sofort, aber schrittweise auf jeden Fall. Wird diese Frage, Milena, im Internet auch so gestellt? Ja, also hier kippt gerade die Stimmung so ein bisschen, weil den Leuten bisher zu unkonkret ist, wie das denn jetzt finanziert werden soll. Also hier fragt jemand, ich habe immer noch kein nachvollziehbares Finanzkonzept gesehen. Und jemand anders fragt, wie soll das bitte alles finanziert werden? Und die dritte Meldung dazu ist, meint ihr im Studio, ihr bekommt das in den Griff, dass man Geld nicht essen kann und dass das Grundeinkommen erwirtschaftet werden muss? Also, da wird nochmal ordentlich nachgefragt gerade. Es gibt irgendwie so zwei Gruppen hier im Publikum. Die einen klatschen immer, die sitzen da und wenn es kritisch wird, wird hier geklatscht. Aber das werden wir noch irgendwie, rausfinden. Vielleicht kannst du noch mal, du hast ja schon was zur Finanzierung gesagt. Philipp, kann man es finanzieren und wie, wenn ja? Du hast gesagt, der Finanzminister hat sich da schon Gedanken nicht drüber gemacht, aber hat dir Zahlen geliefert, aus denen du das ableitest. Ist das realistisch? Was kannst du dem User sagen? Was sind die Punkte? Wo kommt das Geld her? Ja, der Finanzminister hat gesagt, dass das Geld eben schon da ist. Das muss man mal verstehen. Das bedingungslose Grundeinkommen ist dadurch, dass wir heute aufgrund wahnsinnig entwickelter Technologien und so weiter schon einen materiellen Wohlstand haben, für den die Maschinen im großen Teil sorgen, dass wir Güter und Dienstleistungen haben, die zur Verfügung stehen. Das ist sozusagen der Realertrag, den das Grundeinkommen bringt. Moment, wer bist du? Hi, servus, ich bin der Konrad. So. Also ich meine, anscheinend hast du ja mal so Grundlagen der VWL gehört. Das merkt man ein paar Begrifflichkeiten, die du da verwendest. Allerdings weiß ich nicht, ob du darüber hinaus bist. Denn die Güter, die da sind, die werden auch nicht von den Leuten konsumiert oder produziert, die das jetzt tun. Es geht auch um die Zukunft. Und es ist natürlich schön, dann gewisse Sachen zu fördern, wie auch unterbezahlte Jobs und so weiter. Aber wo soll das denn langfristig enden, bitte? Die Leute werden keinen zusätzlichen Anreiz bekommen, zu arbeiten. Zusätzlichen bestimmt nicht. Das heißt, das, was wir jetzt schon haben, den Fachkräftemangel in wirklich produktiven Wirtschaftszweigen, die wir in Deutschland haben, und da ist nun mal Know-how einfach wichtig, die werden aus dem Ausland angebracht werden müssen. Also wir in Deutschland haben einfach das Problem, dass die soziale Schere, die ja wahrscheinlich auch von den Grünen hier schön mal zum Ausdruck kommt, dass die wohl noch breiter wird. Weil die Leute, die jetzt eh schon bemüht sind, schnellstmöglich irgendwie sich fortzubilden, die werden das noch schneller schaffen. Aber die Anzahl wird bestimmt nicht steigen dadurch. Und die Leute, die sagen, gut, ich komme erstmal so mit Studentenleben klar oder auch mit gewissen anderen Leben, die werden eher, sage ich mal, einen Anreiz haben. Ich sage nicht, dass das pauschal so geht, aber eher einen Anreiz haben, das noch etwas langsam angehen zu lassen. Also wird die soziale Schere eher größer. Lass mal Philipp antworten. Ja. Ja, also du scheinst ein paar Mal Zeitung gelesen zu haben, das merkt man deinen Kommentaren auch an. Die Frage ist nur, dass man gerade in den wesentlichen Industrien, die man heute ja in Deutschland auch anschaut, zum Beispiel Automobilindustrie und so weiter, ja noch ganz viele Rationalisierungskapazitäten noch nicht mal ausnutzt. Das heißt, alleine mit der Maschinenarbeit ist es noch möglich, viel, viel mehr Güter und Dienstleistungen herzustellen. Und was braucht man dann? Man braucht natürlich jemanden, der diese Produkte abnimmt. Was braucht man dafür? Man braucht ein Einkommen, um Kaufkraft zu erzeugen. Es gab Anfang der 2000er Jahre in den Vereinigten Staaten eine Diskussion und da wurde von der 20-80-Gesellschaft gesprochen. Das sollte heißen, dass 20% der Weltbevölkerung heute ausreichen, um 100% der Weltbevölkerung zu ernähren. Und insofern sehe ich die Probleme, die du geschildert hast, nicht, was den Hochleistungssektor betrifft. Da kann ich nur sagen, die Motivation, sich da zu qualifizieren, die liegt ja heute auch gar nicht primär im Einkommen, sondern die liegt darin, dass ich mich mit einer Tätigkeit sinnvoll verbinde. Und das wird mit einem Grundeinkommen genauso möglich sein, wie es heute auch möglich ist. Da kriegst du noch eine kurze Reaktion drauf.
Also das mit den Hochtechnologiesektoren, das ist ja ganz nett und so weiter. Aber letztlich ist das Konzept einfach nicht durchdacht, weil das, was du ansprichst, das ist nun mal auf die Welt bezogen. Aber wir reden hier von dem Wirtschaftsstandort Deutschland und von unserer Gesellschaft. Und nicht alle Gesellschaften in der Welt, in Südafrika, in Nordafrika oder sonst irgendwo anders, haben die Probleme, die wir haben. Und das Konzept, was du auf das Konzept überträgst, ist leider aber nur auf unsere Gesellschaft abbildbar. Okay, vielen Dank für deine Meinung, Milena. Ich würde ganz gerne an der Stelle noch mal einen Chat geben. Ja, die Stimmung ist hier nach wie vor ziemlich ausgeglichen. Pro und Contra gibt sich hier direkt die Hand. Wir wollen deswegen noch mal die Zeit kurz nutzen, eine andere interessante Initiative mal vorzustellen. Und zwar heißt es Endlich Grundeinkommen. Das ist die Webseite einer, also ist der Gewinner einer Ausschreibung, die gewonnen hat. Und zwar spielt diese Seite im Jahr, also man sieht es hier oben, heute ist der 23.02.2015. Und die Seite spielt quasi mit der Idee, was wäre, wenn das bedingungslose Grundeinkommen schon seit ein paar Jahren da wäre. Und, also Zukunftsmusik im Grunde, ja? Genau, eine Zukunftsmusik. Ah, also da wird simuliert, wie eine Zukunft mit Grundeinkommen aussehen genau, könnte. Genau, okay. Also man spielt quasi die Idee durch, das Grundeinkommen ist da, was wäre jetzt, welche Auswirkungen hätte das auf welche Bereiche? Zum Beispiel wird hier eine Krankenschwester interviewt, es wird ein Callcenter-Mitarbeiter interviewt, es werden verschiedene Leute interviewt, das sind alles Schauspieler, ne? Weil das ist ja quasi ein Fake in Anführungsstrichen. Ja. Man hat die Vision mal durchgespielt. Ja, wir können mal eins anmachen und zwar ist es hier eine Mutter, die sich mal zu Wort meldet. Das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. Das fängt damit an, dass ich meinen Kindern die Schulbücher kaufen kann, ohne dass ich sofort in Panik gerate, wie ich den Rest des Monats das Essen bezahlen soll. Ne, und mein so weiter. Also quasi jetzt wird hier durchgespielt, was wäre jetzt, wenn Sie das bedingungslose Grundeinkommen, wenn es jetzt da wäre, welche Auswirkungen hätte das auf Ihr Leben? Okay, das ist jetzt natürlich nur eine Schauspieler. Genau, das ist alles gefaked. Das ist ja nicht echt. Ich würde aber die Frage gerne noch mal ins Publikum geben, und zwar da, wo so viel geklatscht worden ist. Ich glaube, das war bei euch hier drüben. Ja. Könnt ihr euch vorstellen, dass so, wie ist dein Name? Sabrina. Könntest du dir vorstellen, dass so eine Vision Wirklichkeit werden könnte? Ich kann mir das gut vorstellen. Was würdest du dann machen? Ich würde weiter studieren. Ich würde, 15 Jahre lang noch? Nein, okay. Genauso wie geplant, noch zwei. Dann wäre ich fertig, dann würde ich meinen Beruf ergreifen. Und mich hätte ein bedingungsloses Grundeinkommen dazu motiviert, mich wahrscheinlich noch mehr zu engagieren, weniger arbeiten zu müssen. Ich komme aus einer bildungsfernen Schicht. Und also ich muss mich ein bisschen zurückhalten, weil hier so viel Pauschalkritik einfach schon war. Und ich hätte mich selbstverständlich weiter engagiert und ich hätte selbstverständlich studiert. Und auch meine Eltern hätten das getan, die auch aus einer Bildungsfernschicht stammen. Und ich finde diese Stigmatisierung, die vorherrscht, zu sagen, Leute, die jetzt schon arbeiten, würden das weiter tun und andere würden es erst recht nicht tun, zeugt einfach davon, dass man sich selbst für sehr motiviert und sehr intelligent hält und andere Leute pauschal verurteilt. Okay, vielen Dank für deine Meinung. So, was viele bei Hartz IV ja auf die Palme bringt, um nochmal ganz kurz über Hartz IV zu sprechen, was ja in den vergangenen Wochen sehr, sehr viel und sehr, sehr streitbar in den Medien war. Was viele bei Hartz IV ja auf die Palme bringt, ist das Gefühl, den Ämtern ausgeliefert zu sein, richtig gegängelt zu werden, wenn man unschuldig seinen Job verloren hat, wenn man richtig Arbeit finden möchte und vielleicht es gar keine Arbeit gibt. Vor allem Jugendliche mit Problemen laufen Gefahr, in eine sogenannte Hartz-IV-Falle zu laufen, aus der sie vielleicht nicht wieder rauskommen und in der sie vielleicht noch tiefer in die Armut rutschen. Fördern und fordern, das Kernprinzip von Hartz IV. Besonders gefordert sind Jugendliche zwischen 15 und 25. Sie werden von Arbeitsagenturen viel strenger behandelt als Ältere. Ein 15-Jähriger ohne Schulabschluss zum Beispiel gilt als sofort vermittelbar. Das heißt, er muss jede Arbeit annehmen, die ihm angeboten wird. Lehnt er einen 1-Euro-Job ab, einen Bewerbungskurs oder eine aus Sicht der Arbeitsagentur zumutbare Arbeit oder bricht er sie ab, muss ihm sein Arbeitsvermittler den Regelsatz für 3 Monate komplett streichen. Was der Arbeitsvermittler nicht muss, seinem Kunden, wie es in der Hartz-IV-Sprache heißt, Lebensmittelgutscheine anbieten, um das im Grundgesetz verankerte Existenzminimum zu sichern. Er kann dies tun. Die Rückkehr in ein normales Leben mit diesen drastischen Regeln für einige fast unmöglich. Ein Obdachloser, ein Drogenabhängiger oder auch ein psychisch kranker Jugendlicher braucht oft mehrere Anläufe für Termine beim Amt. Ein Teufelskreis. Und für Jugendorganisationen ein Argument für eine bedingungslose Grundversorgung.
Das ist natürlich der Charme des bedingungslosen Grundeinkommens, dass Menschen dann die Möglichkeit haben, in eine gute Ausbildung zu investieren und in gute Arbeit. Jens, das ist ja eigentlich etwas, was den Sozialsystemen gut tut. Und das wäre doch auch eigentlich ein gutes Argument für das bedingungslose Grundeinkommen, oder? Es ist sicherlich ein gutes Argument zu sagen, die ganzen Gängelungen, die wir bei Hartz IV haben, das ist alles Quark. Das macht Leben kaputt, das macht super viel Stress. Außerdem ist es mal ganz ab davon auch ein riesen Verwaltungsakt. All das braucht man sicherlich nicht. Aber es ist immer noch ein Unterschied, ob wir sagen, wir wollen den Leuten ein Existenzminimum garantieren. Und zwar garantieren im Sinne von Garantie, nicht von vielleicht oder mit Lebensmittelgutscheinen. Aber das muss halt nicht heißen 1000 Euro oder auch nicht 800 Euro, die wir hier schon mehrfach gehört haben. Das kann auch 400 Euro sein zum Beispiel. Und es ist ja so, man möchte den Leuten ja schon einen Anreiz geben, Arbeit aufzunehmen. Das heißt auch, man möchte gerade bei den geringen Einkommen noch nicht wieder mit Steuern viel Geld wegnehmen. Man möchte, dass gerade wenn man beginnt zu arbeiten, sich die Arbeit noch am meisten lohnt und erst danach langsam mit der Progression anfangen. Und auch das wird bei den Grundeinkommensmodellen meistens anders dimensioniert. Gesine, wie stehst du dazu, gerade wenn es um die Höhe eines solchen Grundeinkommens gehen könnte? Wir sagen ja im Prinzip, dass alle Leute das gleiche Grundeinkommen bekommen, außer eben Kindern, die einen anderen Betrag bekommen und dass das dann langsam ansteigt und dass man eben, wenn man 18 ist, den vollen Betrag ausgezahlt bekommt. Und ich finde das auf jeden Fall eine richtige Forderung. Und es ist eben so, dass meinetwegen man als Rentner eben auch diese 1000 Euro bekäme. Und wenn aber sozusagen der Anspruch, den man hat an die gesetzliche Rente, darüber liegt, dann wird ja niemand sagen, okay, das kriegst du jetzt nicht, sondern dann wird das eben aufgestockt so. Dazu hätte ich eine Frage, und zwar einmal, wie soll das mit der Rente denn überhaupt funktionieren, wenn weniger Leute über die Lohnnebenkosten praktisch in die Rente überhaupt einzahlen? Das ist auch eine Frage mit der Krankenversicherung. Die muss ja dann komplett wieder über eine Steuer finanziert werden. Also dieses ganze Konzept ist halt dementsprechend schwierig nachzuvollziehen. Naja, also bei Rente und Krankenversicherung sagen wir eben, wir wollen eine einheitliche Bürgerinnenversicherung. Das heißt, wir wollen nicht mehr die Trennung in private und gesetzliche Krankenkasse, sondern jeder Mensch zahlt in diese Bürgerversicherung ein und wird daraus auch quasi betreut. Aber das generelle Problem, was an dieser Situation immer auftaucht, ist, dass wir sozusagen unseren Sozialstaat, zumindest politisch wird es so artikuliert, noch finanzieren wollen über den einzelnen Erwerbsarbeitsplatz, der immer weniger wird. Und da muss man sich natürlich grundsätzlich Fragen stellen, wie kann man das in Zukunft finanzieren? Über Steuern, über andere Steuern und so weiter. Weil das ganze Problem der Lohnnebenkosten, der Arbeitslosenversicherung, Rentenversicherung, Pflegeversicherung, Krankenversicherung und so weiter, ist das Folgende, dass immer weniger in diese Kassen einzahlen, aus der immer mehr Beiträge empfangen. Das heißt, real wird schon längst ein Großteil des Sozialbudgets aus Steuermitteln aufgebracht. Und das ist einfach ein Riesenproblem, was heute noch besteht und was man anders lösen müsste. Philipp, ich merke schon, du bist total drin. Das Problem ist, es gibt ja vier oder fünf allein in Parteien unterschiedliche Ideen, wie dieses bedingungslose Grundeinkommen organisiert sein sollte. Es gibt verschiedene Initiativen und alle haben unterschiedliche Finanzierungsmodelle, Vorstellungen und Möglichkeiten. Ich möchte noch mal auf diesen Punkt vielleicht der Gleichheit kommen, den wir am Anfang schon ein bisschen gestreift haben. Da hat uns Rebecca eine Frage geschickt. Ich finde, da jeder vor dem Gesetz gleich sein soll, ist die Idee des bedingungslosen Grundgehalts hervorragend. Ist es nicht so, dass ein bedingungsloses Grundgehalt die Gleichheit eines jeden vor dem Gesetz erst schafft? Denn ansonsten ist es doch weiterhin so, dass ein Kind reicher Menschen einen höheren Wert hat als eines von einem Hartz-IV-Empfänger, sagt Rebecca Drewes. Das ist eigentlich Wasser auf deine Mühlen. Ja, ich denke schon, dass es so ist. Dass ein Grundeinkommen zu mehr Gleichheit auch führt, weil eben jeder Mensch das gleiche Einkommen erstmal bekommt. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass Menschen, die noch viel dazu verdienen wollen, das auch machen können. Ich glaube trotzdem, dass es sozusagen eine Grundgleichheit dann eben gibt. Und ich glaube aber eben nicht, dass ein Grundeinkommen alle Probleme löst. Ja, das heißt, wir sind dann immer noch nicht in einer perfekten Gesellschaft, sondern man muss meinetwegen sozusagen die Situation, dass heute Kinder aus gut verdienenden Elternhäusern aufs Gymnasium umgehen und so weiter und so fort, muss man durch andere Sachen ausgleichen. Das heißt, man muss zum Beispiel am Bildungssystem weiterarbeiten und eben dadurch auch ermöglichen, dass noch mehr Gleichheit geschaffen wird. Dieses Thema Gleichheit war in der Vorbereitung zur Sendung ein ganz großes Ding bei unseren Usern. Wie sieht es im Chat aus? Wird das kommentiert gerade? Ja, es wird viel kommentiert und es geht immer noch ordentlich zur Sache. Ich habe jetzt hier nochmal zwei Beispiele rausgesucht, die sich jetzt auch mit den letzten Fragen beschäftigt haben, die wir hier hatten. Und zwar sagt hier zum Beispiel jemand, das System mag ja für kreative und sozialbewusste Menschen
Menschen funktionieren und attraktiv sein. Aber kann mir mal jemand sagen, wer bei 1500 Euro noch bei der Müllabfuhr, in der Schlachterei oder in sonstigen nicht gerade erstrebenswerten Berufen arbeiten soll? Ist eine Frage. Und dann sagt noch jemand, das Grundeinkommen spaltet die Gesellschaft in zwei Teile. Die, die arbeiten und die, die meinen, mit dem Geld auszukommen, ohne zu arbeiten. Die Arbeitenden würden ja zu den 1500 Euro noch ihr reguläres Gehalt bekommen. Jens, wer geht denn noch arbeiten, wenn jeder, also wer, Entschuldigung nochmal neu gefragt, Jens, wer geht denn bei der Müllabfuhr arbeiten, wenn alle 1500 Euro bekommen im Monat? Ganz einfach, der noch genügend Geld obendrauf bekommt. Das ist ja auch jetzt schon so. Also Müllmänner bekommen überraschend hohes Gehalt, das glaubt man gar nicht. Dann müssen wir uns mal von diesen Müllmann und gehen zu Beschäftigungen, die Menschen einfach ungern machen oder die sehr, sehr niedrig bezahlt werden. Das gibt es oft nicht zusammen. Einfach aus dem simplen Grund, dass Sachen, die getan werden müssen, die aber niemand tun will, gut bezahlt werden müssen, bevor sie jemand tut. Also das passiert schon. Es gibt noch zwei weitere Möglichkeiten. Das erste ist, man schafft einen attraktiven Arbeitsplatz, unter anderem durch hohe Bezahlung. Eine zweite Möglichkeit ist, man automatisiert weiter viele Tätigkeiten, die noch Rationalisierungs- und Automatisierungspotenzial haben. Und das dritte, was immer übrig bleibt, ist selber machen. Und wenn man darauf keine Lust mehr hat, besser bezahlen oder automatisieren. Ich höre gerade Gegrummel hier hinter mir. Das möchte ich jetzt nochmal. Wer hat gegrummelt gerade? Hast du gegrummelt? Wie heißt du? Philippa, wie siehst du das? Naja, als Beispiel, was wir hier gerade angesprochen haben, wie will man denn zum Beispiel die Pflege automatisieren? Gerade ein Beruf, wo man ja diesen Kontakt braucht und so. Also zurück an dich. Wird in Japan zu Teilen schon gemacht. Also die sind da etwas weiter als wir, die machen das tatsächlich. Aber liebe Freunde, wir können jetzt nicht anfangen, mit Roboter unsere Kranken zu pflegen, oder? Jetzt müssen wir mal beim... Also ich sag's nur. Ich sag es aber auch nie, dass wenn man jetzt letztendlich diesen attraktiven Arbeitsplatz schafft, indem man praktisch mehr Lohn bezahlt, ist es auch so, dass letztlich dann die Müllabfuhr beispielsweise, um bei dem Beispiel zu bleiben, auch teurer würde. Das bedeutet, dass der letztendlich natürlich die Produktionskosten steigen und somit auch die Produktkosten steigen, sodass letztendlich der Konsument ja auch höhere Preise wieder bezahlen muss, sodass sich quasi das System ad absurdum führt. Ja. Siehst du das? Naja, wie gesagt, es gibt halt drei Möglichkeiten. Ja, die letzte Möglichkeit ist, man macht es halt selber und irgendjemand wird es machen. Und das ist meine feste Überzeugung. Ich glaube, gerade wenn man den Bereich Pflege nochmal sieht, dieser Bereich Pflege kann ja auch Spaß machen. Es gibt ja auch Leute, die sagen, ich möchte mich um Menschen kümmern, ich habe da Spaß dran. Ja? Die wollen aber vielleicht nicht 80 Stunden arbeiten pro Woche, sondern die wollen vielleicht auch weniger arbeiten und die wollen dafür mehr Geld bekommen und die möchten, dass ihr Beruf gesellschaftlich auch anerkannter ist. Und genau das müsste dann eben passieren und das würde auch passieren, das glaube ich ganz sicher. Sekunde, ich komme noch mal zu dir rüber. Jan? Habe ich mir Jan richtig gemacht? Konrad. Wie soll denn das gehen? Wir sagen, die Leute haben ihr Grundeinkommen. Das heißt, sie starten nicht bei null, sondern bei 1500 Euro. Und gleichzeitig sagen wir, die Berufe, wo es in 2030 wird es in der Pflege einen Fachkräftemangel von 1 Million Personen geben, da den Job wollen wir attraktiver machen durch höhere Gehälter. Also wenn ihr das Geld nicht also noch schneller drucken wollt, ne, also inflationär, dann wo wollt ihr das denn schöpfen? Ihr wollt jedem mehr geben. Wie gesagt, erstens ist es so, dass auf Pflege immer die Leute angewiesen sind. Das heißt, du brauchst diesen Beruf. Zweitens ist es so, dass du sozusagen, das kam ja hier auch gerade schon ein paar Mal auf, es gibt eigentlich genug Geld, um das zu finanzieren. Wir haben heute ganz, ganz viele Sozialleistungen quasi, die auch vom Staat bezahlt werden. Und zusätzlich ist es so, dass du natürlich auch über Einkommenssteuern und über Vermögenssteuern und Konsumsteuern all solche Dinge auch wieder Geld reinholst und dadurch einfach auch Pflege bezahlt wird. Zusätzlich hast du eine Krankenversicherung, eine Pflegeversicherung. Gut, ich möchte jetzt nicht so lange auf diesem Thema Pflege drauf sitzen bleiben, weil sonst wären wir ein bisschen speziell und kommen von dem eigentlichen Thema wieder ein bisschen weg. Also, bitte was? Ich habe eine grundsätzliche Frage. Und zwar geht es ja darum, dass ein Argument für das bedingungslose Grundeinkommen ist ja das, dass die Menschen gleich angesehen werden sollen und dass die Wertigkeit irgendwie nicht mehr so hervorgehoben wird, wie das aktuell ist. Aber wer garantiert mir denn, dass im Falle eines bedingungslosen Grundeinkommens nicht die Leute, die quasi mit dem zufrieden sind, nicht weiterhin diskriminiert werden? Also das ist ja kein Ausweg aus dem Problem letztendlich. Zu teilen schon, weil einfach dadurch, dass man Geld in der Hand hat, kann man viele Sachen, wo man jetzt zur A gelaufen muss und sich Lebensmittelgutscheine abholen muss, damit zum Supermarkt geht und quasi zum Ding wedelt, hallo, ich bin Hartz-IV-Empfänger. All diese Probleme ist man auf jeden Fall schon mal los. Da ist es eine klare Verbesserung. Also ganz positiv so, dass bedingungslosen Grundeinkommen in ganz vielen Lebenslagen auch sozusagen eine Opfermentalität, ob berechtigt oder unberechtigt, sozusagen auflösen, weil ich jetzt die Möglichkeit habe, mich einzubringen und das zu tun, was ich möchte. Rationalisierung, nur noch ein Wort zu dem Stichpunkt, ist natürlich im Produktionssektor sehr sinnvoll, in der Kulturarbeit, in der Pflege natürlich gar nicht. Da
geht es natürlich um Hingabe in der Bildungsarbeit, in der Kulturarbeit und so weiter. Und diese Arbeit tun auch heute nur dann Menschen, wenn sie einen Sinn in ihrer Tätigkeit sehen. Und darauf werden wir auch in Zukunft hoffen müssen. So, an der Stelle gehen wir noch mal ganz kurz... Oh mein Gott, was mache ich jetzt? An dieser Stelle gehen wir noch mal ganz kurz zu Melena in den Chat. Wir haben jetzt hier, ich glaube, knapp eine Stunde geredet. Wie kommt denn Gesines Position draußen bei den Usern an? Genau, wir wären ja nicht Login, wenn wir direkt auch Feedback auf unsere Gäste geben könnten. Und zwar schreibt hier jemand, kann es sein, dass die Grüne sehr neoliberal argumentiert? Aber wir haben auch sehr positive Stimmen, die sagen, ich finde Gesine sehr überzeugend. Ich bin auch dafür und natürlich würde ich auch weiterarbeiten. Und eine dritte Meinung... von jemand, der sagt, Gesine macht das klasse, sie ist drin im Thema. Okay, ob das Gesine wirklich klasse macht, werden wir noch sehen, vor allen Dingen, wenn es um die Reaktion in deiner eigenen Partei zu diesem Thema geht. Da haben wir eine Frage von Wolfried. Glaubst du, diese Reform ist mit den Grünen durchzuführen? Hat sich seit dem Parteitag 2007 in Nürnberg etwas geändert an der Haltung der Grünen zum bedingungslosen Grundeinkommen? Fragt Wolfried Pauli. Und als Grüne Jugend sind wir natürlich sehr daran, das durchzusetzen. Okay, knappe Antwort. Ich möchte an euch von der Netzjury noch mal ganz kurz wissen, so ein bisschen zum Ende der Sendung hin, vielleicht auch in kurzen Sätzen. Ist dieses bedingungslose Grundeinkommen eine Idee, die wir in den nächsten 5 oder 10 oder 50 Jahren durchsetzen können? Wie Zukunft ist diese Idee? Vielleicht fangen wir bei dir an, Philipp. Ja, die Idee ist sicher zukunftsträchtig und zwar unter folgendem Motto, wenn man das ernst nimmt, was hier auch im Hause hochgehalten wird. Mit dem zweiten sieht man besser und zwar auf den zweiten Blick sieht man besser. Viele soziale Probleme würden mit dem Grundeinkommen sicher neu in den Blick genommen werden können und deshalb glaube ich, dass die Idee sicher Zukunfts- und Umsetzungspotenzial hat. Okay. Lena, was meinst du? Ich glaube schon, dass das Konzept grundsätzlich ein sehr interessantes Konzept ist. Allerdings ist es schwer abzuschätzen, um welches Konzept es sich jetzt konkret handelt. Also es hängt ganz stark von der Höhe ab. Bei einer geringen Höhe kann ich mir es sehr gut vorstellen in der nächsten Zeit. Okay, was glaubst du? Ja, also ich gehe auch davon aus, dass es innerhalb der nächsten 10 Jahre zumindest Teile dieser Konzepte übernommen werden. Ich meine, momentan reden irgendwie alle Parteien darüber. Es wäre ein Wunder, wenn nicht irgendetwas davon am Ende in die Politik auch durchsickert. Von daher wird da sicherlich irgendwas passieren. An dieser Stelle möchte ich gerne, weil wir ungewöhnlicherweise so viel Publikumsbeteiligung an dieser Sendung hatten, möchte ich euch nicht rauslassen und einfach nochmal auf eure Reaktion so ein bisschen zum Ende der Sendung hingehen. So, wer hat noch nicht? Du? Hast du dich gerade gemeldet? Wie heißt du? Moment, ich muss dann erstmal zu dir hochkommen. Wie heißt du? Ja, ich bin Frigga und ich bin auch in der Bürgerinitiative für bedingungsloses Grundeinkommen. Okay. Und deswegen habe ich mich auch mit der Finanzierungsfrage und der Arbeitsmoral ein bisschen beschäftigt. Und wenn ich da höre, sowas wie 1500 Euro für den Müllmann, die hat er ja sowieso schon, die bringt er auch zu seiner Arbeit mit. Dadurch kann er sich leisten, seine Arbeit geringer zu verkaufen für weniger Geld, ist dadurch wesentlich günstiger. Für andere sein Service ist bezahlbarer, aber er hat trotzdem Gewinn. Das muss man bedenken. Er gewinnt mehr, als er jetzt hat. Okay. Und dadurch ist natürlich auch Möglichkeit geschaffen, dass man viel mehr Leute einstellen kann. Er auch weniger arbeiten muss, weil er billiger ist und kann den Rest der Zeit vielleicht auch studieren gehen. Okay. Und dann mache ich auch die Müllabfuhr mit. Dann möchte ich nochmal... Du bist Physikerin? Ich bin Physikerin und mache dann auch die Müllabfuhr mit. Alles klar. So, oh, wow, okay. Das Angebot merken wir uns. Dann möchte ich mal noch auf diese Seite rübergehen. Ich habe dir vorhin einen Check gegeben. Ja. Jetzt hast du die Diskussion verfolgt. Stell ich mich mal so hin. Hat sich überzeugt? Der Scheck? Ja. Der ist meiner, aber ich bin trotzdem dagegen. Warum? Die gleiche Antwort wie vorhin. Hatte ich... Nee. Okay. Also mein Freund hier hat mich überzeugt mehr. Dein Freund, der Konrad. Konrad, genau. Konrad, aber ich möchte dir auch nochmal die Möglichkeit geben, nochmal zu antworten, ein letztes Mal. Ja, an sich ist das alles nette Vorstellung. Ich habe auch nichts gegen Leute, die sich sowas ausdenken. Das ist alles eine noble Geste, dass man da gewisse Leute auch anders fördert. Das gehören die Leute gefördert, damit sie der Gesellschaft ihren positiven Beitrag leisten können und damit auch sich selber. Aber das ist eine nette Idee und nicht mehr. Okay, vielen Dank für eure Meinung, auch hier im Publikum. An dieser Stelle möchte ich jetzt nochmal zu Melena rübergehen. Wie haben unsere User im Chat diese Sendung erlebt? Genau, also wir haben ja jetzt zum Schluss eine Tech-Cloud angestellt mit allen Sachen, die bei uns im Chat waren und in den Wörtern. Da sieht man natürlich ganz schnell, was die großen Schlagworte waren. Grundeinkommen, Arbeit, mehr Arbeiten, BGE. Also das ist nochmal so eine kleine Übersicht darüber, welche Wörter quasi am häufigsten bei uns gefallen sind im Chat. Und man kann dazu einfach mal sagen, dass sehr eifrig diskutiert wurde. Wir haben selten so viele Hunderte von Leuten im Chat gehabt. Und natürlich habe ich auch noch die Auflösung unserer Abstimmung, die wir hatten, auf zdflogin.de. Login.zdf.de.
Und zwar, auch da haben sich sehr viele Leute beteiligt. Insgesamt haben 3.549 Leute abgestimmt. Okay. Was ist das Und der Spitzenreiter hier mit 42% ist, wenn ich monatlich ein bedingungsloses Grundeinkommen von 1.000 Euro erhalten würde, dann würde ich auf alle Fälle meinem Beruf weiter nachgehen. Die wenigsten Leute haben abgestimmt mit mich stärker ehrenamtlich engagieren. Das waren Alles nur 9%. Klar. Vielen Dank, das war sehr, sehr interessant von dir zu hören. Ganz herzlichen Dank an euch hier im Publikum. Gesine, ganz herzlichen Dank. Euch dreien ganz herzlichen Dank und natürlich herzlichen Dank euch zu Hause, denn mit euren Fragen macht ihr natürlich diese Sendung erst möglich. Wenn euch dieses Thema noch weiter interessiert, hier im ZDF-Infokanal läuft gleich das Wirtschaftswunder und da geht es um Bildung statt Hartz IV. Und wir sehen uns am kommenden Mittwoch wieder zu Login um 21.45 Uhr, dann mit folgendem Thema. Mr. Perfect oder Mr. Mensch? Wie viel Fehler verzeihen wir unseren Politikern? Der Anlass ist, glaube ich, klar. Schickt uns eure Fragen natürlich auf unsere Seite bei StudiVZ oder gleich bei loginzdf.de. Ich freue mich auf euch, habt einen guten Start in diese Woche. Nee, wir sind ja schon fast am Ende. Habt ein geiles Wochenende. Macht was draus. Bis nächsten Mittwoch. Tschüss!